Jo, willkommen zurück zu Terranigma. Okay, ich bin hier scheinbar sogar richtig. Ich habe ein bisschen nachgeguckt, weil ich muss nach Liotto. Der Ort sagt mir auch was, aber gucken, wo der denn nochmal war. Liotto. Hier ist das Amazonasgebiet. Ah ne, hier geht's ja zurück nach Hause. Yay, wäre schön, wenn man das sogar benutzen könnte. Wo war denn Liotto? Nee, hier war so ein komischer Händler. Ah, da drüben ist jetzt diese Stadt. War ich da überhaupt schon mal in der Stadt? Nee, hier war doch damals keine Stadt, als ich hier war, oder? Nee, hier war ich doch noch nie. Okay. In Liotto ist immer Karneval. Genieße alles in vollen Zügen. Okay, ich weiß halt nur, dass ich hier hin sollte. Aber mehr auch nicht. Aber es gab auch diesen einen Typen, der meinte doch irgendwas, seine Freundin kommt aus Liotto. Vielleicht muss ich sie ja hier finden. Ich kenne es innen noch nicht. Das mache ich erst, wenn ich partout nichts finde oder sowas, in der Hoffnung, dann dadurch irgendwas zu triggern. Einige Waffen besitzen verborgene Kräfte. Findest du eine, so rüste dich mit ihr aus. Ah, ich kann hier wieder neue Sachen kaufen. Willkommen, wie kann ich helfen? Was verkaufst du? Oh, das sieht toll aus. Heilt tödliche Vergiftungen. Ach, weißt du was? Davon kaufe ich mir 5 Stück. So, was hast du noch? Habe ich sowas schon? Erhöht die Kraftpunkte. Oh. Ein provokantes Outfit. Ach, nehme ich mit. So, und hier hat er noch irgendwo eine Waffe. Genau, die hier. Erhöht die Kraftpunkte. So, danke. Jetzt bin ich fast wieder pleite. So, dann. Ach ja, was ich auch mal wollte, ist endlich mal meine Ringe hier auffuttern. Hier, Kraftelixier. So, getrunken. Stärke steigt um 1 und die Abwehr. Da, die. Da, steigt auch um 1. Und das Glückselixier. Angewandt. Glück steigt um 1. Und dann hab ich ja noch einen. Das ist dann wieder Elixier. Und KP steigt um 5. Ist das toll. So. Ach ja. Ach ja, ich wollte ja ausrüsten. Ach, ne. Kurzzeitgedächtnis for the win. Das Ding macht mich ja schwächer. So, olle Kittel. Toll. Umsonst gekauft. Und bei den Waffen. Macht mich auch schwächer. Nee. Macht mich stärker. Was habe ich denn überhaupt gerade ausgerüstet? Ach, immer noch die Strahlenlanze, okay. Ja, dann kann ich auch den Eispickel wieder einsetzen. So. Oh, viel Platz für Waffen habe ich aber auch nicht mehr. Aber ich kann ja jederzeit eine wegschmeißen, sagte Fluffy mir ja. Da sind ja die schwarzen Löcher da. Oh, die Musik ist toll hier. Ich habe mich mit Schuhcreme eingerieben. Ah ja. Okay, wenn es denn Spaß macht, bist du die Freundin? Mein Sohn ist Fußballfan, er denkt an nichts anderes. Was soll's? Das Leben ist kurz und man soll das tun, was auch Spaß macht. Das ist die richtige Einstellung. Hey, kleiner Knabe. Muss ich den Fußball bringen oder so? Hallo, ich bin Fußballfan. Magst du Fußball? Klar. Ich liebe Fußball. Ich bin. Nee, das bin ich nicht. Das ist eine Unverschämtheit, das zu unterstellen jetzt gerade. Oh Mann, das sind ja die letzten Loser. Ja, das gebe ich Ihnen auch recht, aber. Dass man dann selber nicht die Wahl hat oder sowas, dass dann ausgerechnet da Bayern-Fan stehen muss, das finde ich scheiße. Also ich möchte damit jetzt keine Bayern-Fans beleidigen oder sowas. Ey, das ist doch Maylin, die da neben mir steht, oder? Willst du Zuckerwatte kaufen? Kostet nur 10 Taler. Ja, nehme ich. Hier, bitte. Lecker. Dir beim Essen zuzuschauen ist ein Erlebnis. Endlich habe ich dich wieder. Lass mich nie mehr alleine. Ich habe mich entschlossen, bei dir zu bleiben. Einverstanden? Ja. Aber jetzt beruhige dich wieder. Oh Mann, los jetzt, auf zum Karneval. Ein solches Fest habe ich ja noch nie gesehen. Aber ist ja cool. Ich bin mit Merlin wieder zusammen. Astarica liegt hinter den Bergen im Nordwesten. Die Einwohner von Astarica pflegen seltsame Rituale. Okay, wieso der Karneval denn? Das Leben ist nur sehr kurz. Man sollte keine Sekunde vergeuden. Wo ist denn der Karneval? Jetzt möchte ich zum Karneval. Oh. Oh, wie romantisch. Was ist das? Zuckerhut? Also diese Skulptur, die da in Argentinien steht, in Brasilien steht.
Paare, die sich hier verlieben, werden immer glücklich sein. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Ja. Ja. Aber vielleicht doch etwas übertrieben. Sei still. Kraft, du bist wohl nicht besonders romantisch. Ja. Ich schon. Ich glaube fest daran. Hör mir zu, es gibt jemanden, den ich sehr, sehr gern mag. Dieser jemand bist du, Graf. Aber wenn ich schon jemand liebe, will ich, dass er meine Gefühle erwidert. Ich werde heute Abend zurück sein. Werde dir über deine Gefühle klar, Graf. Ja, ich mag dich auch, Melin, aber eigentlich habe ich ja meine Melina. Okay, also muss ich das hier machen, um was zu skippen, okay. Okay, aber ich muss jetzt noch diese Freundin finden. Weiter oben steht die Liebestatue. Liebende haben dort so manch schöne Stunden verbracht. Ah, ja. Hast sie beobachtet dabei, war du kranker Sack. Und du hier? Hast du Lust auf mexikanisches Essen? Lecker. Ach, nee, lass mal. Das muss ich jetzt nicht haben. Eigentlich suche ich jetzt diese... Oh, Kristall gefunden. Diese Type da, damit die Brücke da an dem einen Ort frei ist. Ich hoffe, dass ich hier irgendwas finde, um das zu skippen dafür. Zu triggern, nicht zum skippen. Naja, egal. Man weiß ja, was ich meine. Das sieht verdächtig aus. Du bist das doch bestimmt. Ist unser Affe nicht niedlich? Er tanzt sogar Samba. Oh, toll. Tollen Samba-tanzender Affe. Jetzt habe ich alles gesehen. Das interessiert mich doch ein Scheiß. Eure scheiß Affen. Wehe, hier tanzt auch ein Affe. Nee. Mein Mann ist Fischer, aber zuletzt war der Fang nicht besonders. Er sagt, es hängt mit der Erscheinung der Nixeninsel zusammen. Nixeninsel! Yay! Ja, und das war's ja dann hier schon wieder. Ja, dann würde ich sagen, nächtige ich. Um zu gucken. Oh, da ist auch ein Kristall. Magst du Tortenwerfen spielen? Was meinst du? Ja, du musst nur mit den Torten die Katzen treffen. Achso, das sind... Okay, ja, dann ist das in Ordnung. Dann ist das in Ordnung, wenn das sowas hier ist. Weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwas auf echte Katzen werfen. Das hätte mir dann nämlich nicht gefallen. So. Aber alle kriege ich ja sowieso nicht weg. Aber ich kriege den Kristall. Wenn du meinen Kristall berührst, gibt es Ärger. Ja, ich... Aber wohl nichts mehr. Du bist halt der totale Loser. Ja, dann bin ich halt der Loser. Egal. Weiter oben steht die Liebestatue. Ja, ich weiß. Sonst ist hier nichts mehr. Mal kurz umschauen. Du verkaufst nur Eis, ne? Für jeweils nur 10 Taler. Nein, danke. Oder bist du die, die zur Brücke soll? Hey. Ah ne, du, mit dir habe ich schon geschwafelt. Ja, ist gut. Alles gut. Ja, da kann ich hier auch nichts mehr machen. Die Katze sagt auch nichts. Ja. Oder? Moment. Hatte ich mit dir schon geredet? Achso, ja, habe ich. Okay. Das hier sieht verdächtig aus. Das ist wahrscheinlich nur die Anlegestelle. Sonst ist hier nichts mehr. Ah, doch da. Wenn du schnell bist, werde ich dich großzügig belohnen. Fertig. Los. Achso, da geht's nicht lang. Schneller, schneller, schneller. Aber ich bin zu langsam wahrscheinlich dafür. Ich sehe schon kommen. Hier ist ja gar nichts. Verdammt. Wie soll das gehen? Ach so. Oh Gott. Ich glaube, ich stelle mich gerade nicht sehr gut an. Hier komme ich auch nicht. Hä? Ach so. Toll. Ja, ich denke mal, dafür war ich jetzt schon zu langsam. Wenn es hier was zu gewinnen gibt. Dann werde ich dafür schon zu langsam gewesen sein. Was? Ist das fies? Autsch. So, weg damit. Wo muss ich hin? Achso, die kann man wegschieben, gut.
Ach, leck mich doch am Arsch. Hier ist auch irgendwas. Oh. Piep, piep, dreller, piep. Piep. Keine Ahnung. Noch irgendwas Verstecktes oder so? Tatsächlich. Also hier finde ich jetzt aber nochmal Kram, du. Oh, Geld. Nicht übel. Kleiner Friedhof hier. Und hier finde ich nochmal ein Vitalelixier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wir haben wieder Kram gefunden. Versteckten Kram. Der wahrscheinlich nicht viel bringt. Also ich wollte eigentlich nicht zum Hafen. Sondern ich wollte... Oder vielleicht soll ich doch zum Hafen. Vielleicht muss ich mich erst mit Leuten unterhalten, bevor ich durch Schlafen vielleicht wieder was triggere. Die Möglichkeit besteht ja immer. Ja, na. Der Nixenturm erschien im Osten des Meeres und mit dem Monster. Okay, ist das denn das nächste, wo ich hin muss? Nixenturm? So können wir nicht fischen. Wir müssen die Monster loswerden. Ja, ich bin gerne bereit, da denn hinzulatschen. Wenn man mich lässt. Bin ich gerne für bereit. Ich klopp gerne Monster tot. Viele sind verschwunden. Wir können nicht mehr zur See fahren. Alles begann, als der Turm erschien. Ja, ich denke mal, Stephen King entschuldigt sich dafür, dass er den Turm geschrieben hat. Der nächste Turm erschien im Osten des Meeres und mit dem Monster. Aha. Monster tummeln sich im Osten des Meeres. Viele sind dort umgekommen. Wie komme ich denn darüber zu dem? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Nee. Nö, zu dem komme ich nicht rüber. Oder vielleicht doch? Mal schauen. Ne, ich komme nicht zu dem anderen Schiff rüber. Funktioniert nicht. Egal. Dann nächtige ich jetzt in dem scheiß Hotel. So, in der Hoffnung, dadurch wieder irgendwas zu bekommen. Vielleicht kommt ja wieder Lyda oder Lytra oder wie auch immer sie hieß. Die Möglichkeit besteht. Also ausprobieren, das haben wir schon so oft gehabt. Mutter ist noch immer nicht zurück. Du könntest mir eigentlich Gesellschaft leisten. Ja. Denn eben nicht. Muss ich jetzt warten, bis der Karneval hier zu Ende ist? Oder was für ein Scheiß? Toller Karneval hier. Echt. Mann, ihr seid so ein tolles Volk. Am Tag herrscht eine sehr ausgelassene Stimmung, aber nachts... Ja, deswegen wollte ich ja gerne, dass wir hier Nacht haben. Aber ich finde ja diese blöde Mutter nicht. Und ich muss es ja irgendwie abends machen, damit... Mylin ja auch wieder kommt. Steht die Liebestatue, ja, toll. Ne, hier war ja nur so ein Kristall. Oh, ist das doof. Wo ist denn die Mutter von dem, von der Göre? Mutter, geh nach Hause. Wo bist du? Weil ich kann ja denn nicht nächtigen, wenn die Mutter nicht da ist. Scheinbar darf ich das ja nicht. Also nochmal schauen. Ah ne, hier war dieser olle Fußballfan. Ah. Ja. Toll, ne? Ich möchte doch gerne da nächtigen. Warum ist mir das denn nicht vergönnt? Ja. Speichern. Dadurch trigger ich ja nix. Oder kann ich auch so hier nächtigen? Einfach mal versuchen. Nee, das funktioniert einfach nicht. Oh, so doof. Ich kann nichts tun. Aber ich habe so eine krasse Vermutung, was ich als nächstes machen muss. Ah! Okay, ich nächtige doch von alleine. Und dann mal gucken, ob wir es jetzt dunkel haben. Weil dann weiß ich nämlich, wie es weitergeht. Zumindest, könnte es sein, dass es dann irgendwie weitergeht. Nee. Es bleibt hell. Okay. Nee, es ist doch dunkel. Okay. Sehr gut. Wenn es dunkel geworden ist, gehe ich nämlich nach Norden. Dann müsste Mylin wieder da sein. Ja. Graf. Oh. Aha, okay. Die Prinzessin. Keine Sorge, der Weise weiß, dass ich hier bin.
Oder ist das wirklich Melina jetzt? Es ist schön hier. Dank dir gibt es wieder solche schönen Orte. Wer ist das denn jetzt? Ist das meine Melina oder die andere Melina? Seit du gingst, Graf, wurde mir etwas bewusst. Der Kristallnebel und die... Ja, das ist meine Melina, okay. Und die Schönheit von Christa. Alles bedeutet mir nichts, wenn du nicht an meiner Seite bist. Jetzt merke ich erst, wie einsam ich ohne dich war, Graf. Ich möchte mit dir zusammen sein. Maylin, du bist gemein. Das war Peace, Maylin. Ich liebe dich. Bis heute Nacht. Das ist deine große Liebe. Du denkst nicht an mich. Graf, dein Herz ist bereits vergeben, aber nicht an mich. Ich weiß jetzt, du hast mich nie geliebt. Ich hasse dich. Oh. Ich wollte eigentlich mit dir ganz normal befreundet sein. Ja, gut. Okay, dann verkraften wir das jetzt mal so und ich beende den Part und mache dann beim nächsten Mal weiter. Also bis dahin. Tschüss.